Hallöchen, Freunde des Blutmonds. Wir sind auf Fasterwald, die Dreiviertelstunde noch. Hab auch alles dabei, Stahl, Beton, wir haben ein bisschen Notfallmodi dabei. Ich will hier nur kurz die Sachen durchreparieren, das sollte man vielleicht einmal machen. Gut, was ich jetzt vergessen habe, unsere Schemmsümpchen gut benutzen wir sie nach der Horde. Ist jetzt nicht vorher schlimm. Ich hoffe, dass wir es hier noch größtenteils im Knüppel machen können. Können notfalls aber schießen. Ich werde nur einmal ganz kurz die zwei Sachen brauchen wir definitiv nicht während der Horde. Einmal das hier rüberschieben. Ich habe noch ein bisschen Mollys und Bömmchen mitgebracht für den Notfall. Man weiß ja nie und den werden wir ja sehen, wie das wird. Ah, dank unseres Todes sind wir jetzt wieder auf 70 statt 72. Aber ich denke mal, das wird sich gleich wieder geben. Da sollten wir schnell rauskommen. So, Punkte haben wir zwei. Wir wollten den ersten Knüppel komplett hoch haben, ne? Ja, siehst du mal. Aber das haben wir ja fast. Ich denke mal, das werden wir jetzt noch wieder hinkriegen. Ich hoffe es mal. Und ich denke mal, dann werde ich entweder hier erstmal, wo ist das? Laufen und Schießen skillen? Ne, das nicht. Das definitiv nicht. Was war das jetzt nochmal? Parkour? Ja, Parkour vielleicht auch noch, aber nicht jetzt. Angriffswelle wäre mir noch interessant. Hier, das ist eine Nahkampfwaffe, dass ich öfters zuschlagen kann. Laufen und Schießen, das war das doch, oder was? Ja, dass man hier während der Nahkampfwaffe wäre, das Laufen schneller nachladen kann. Wäre nicht ganz unwichtig. Möchte aber auch gerne den Händler huskeln. Also da gibt es noch so viel, was ich machen möchte. Wie besser verhandeln. Wagemutige Abenteurer war das, glaube ich. Ja, bessere Belohnung für Quests und so weiter und so fort. Also da ist noch ein bisschen was. Ich kann ja bloß leider nicht alles auf einmal skillen. Da gibt es ja noch so einiges. Aber jetzt erstmal die schöne, gemütliche, entspannte Horde in der Alpha 20. Die dritte natürlich. So, wir müssen kurz mal mit warten. Ich weiß nicht, von wo sie kommen. Ich hoffe, von hier, weil hier die Eisendinger stehen. Aber wir werden es sehen. So schnell durchkommen dürfen sie eigentlich nicht mehr. Notfalls können wir aber noch ein bisschen nachreparieren. So ist es nicht. Da war sogar was angekratzt. Warum? Hatte doch... Ich hatte die hier drin, glaube ich, komplett vergessen, ne? Und kurz die... Dachte ich mal, hier drin hatte ich nicht repariert. Ich hatte draußen alles repariert, aber hier drin nicht. Fällt mir jetzt gerade mal ein. 15 Minuten vor der Horde, aber gut. Ja, geht ja alles noch. Geht ja alles noch. Sehr schön, die kann... Ich wollte die leider nicht verstecken, weil ich kein Eisen mit habe. Ja gut, dann haben wir oben im Stallblock. War so aber nicht geplant, der Stall hier. Ich habe ja nicht viel, der ist zum Reparieren, Mensch. Wollen wir nicht verschwinden. Da bin ich mal gespannt, wie das läuft. Steht immer noch aktuell auf 32 Zombies pro Wille. Wie beim letzten Mal auch. Da hat sich nichts geändert, haben wir ja sowieso immer eigentlich. Game Stage 70, da bin ich mal gespannt, was wir nach der Horde sind. So, nun kommt zur Porte hier. Ich habe die vergessen, da oben zu reparieren. Die sind leicht beschädigt. Ich habe leider aber auch vergessen, den Cobblestone mit zu nehmen. Das hat einen zu Beton gemacht, oder? Hier, das Mann, ich habe keinen Cobblestone mit. Naja, gut. Ich sollte hier nicht überall drauf rumtibbeln. Die ist ja im Turbomodus, die Nagelschusspistole. Wir machen jetzt lieber mal die schöne, gemütliche Hoodie. Die Horde ist mal so entspannt. Ich mag sie. Los geht's! Gucken wir mal. Wo kommt ihr, liebe Zombieleins? Ein Zombielein kommt mit und brennt so schön. Wo seid ihr da? Falsche Seite, Jungs. Oh, das war ja zu vermuten. Da kommen ja die Hundis. Ganz viele Spinnies. Alte Spinnies. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und da ist der Nächste. Genau. So wollen wir es doch. Oh, hat der Steve seine Beinchen verloren. Oh. Aua, als ob mir das leid tut. Genau. Immer weg mit euch. So muss es. Und nochmal. Immer drauf. Sehr schön. So macht es doch Spaß. Genau. Oh, sie hat auch ihr Fuß verloren. Das tut mir aber leid. Sehr schön. Genau. Was wollt ihr denn alle hier oben? Genau. So muss es. Jetzt haben wir nicht genug Ausdauer. Gut, dann nehmen wir mal so ein Dingchen. So muss es, so muss es. In der Zwischenzeit werden wir mal gucken, ob wir hier ein bisschen was... Wir haben auch Geier. Okay. Die Geier kümmern wir uns mal kurz. Sehr schön, sehr schön. Dann können wir mal... Warte mal, was meint ihr denn da? Habt ihr den Steinbalken da weggeknüppelt oder was? So geht das aber nicht, Jungs. So geht das überhaupt nicht.
geht das aber überhaupt nicht. Jungs, Mädels, 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 so nett. Genau, mach mal einen Abflug hier. Aber ja, die Base ist nicht optimal. Das haben wir ja schon beim letzten Mal festgestellt. Da kommen die langen Herren des Gesetzes. Oder die völligen Herren des Gesetzes, oder? Jetzt räucht es. Hier, nimm mal ein Böhmchen. Sehr schön. Kommt doch nicht alle von der Seite, Jungs. Das geht so nicht. Kommt mal von anderen Seiten. Aua. Die haben aber auch lange Griffelhemden. Okay. Nochmal. Die mir im Geducke, aber dadurch treffen sie ständig durch ihr Geducke. Okay, Jungs, dir nochmal das. Inzwischen kümmern wir uns hier drum. Ihr kommt hier nicht durch. Sehr schön, sehr schön. Wo seid ihr? Da. Wolltest du hier gerade durch, Mochi? Aber so nicht. So nicht, mein Freund. Da ist noch das Alettchen. Mutti ist da. Sehr schön. Die Mutti brauchen wir. Und schon wieder der Herr Polizist. Und Biker. Jetzt kommt hier mal Lukas. Aber. Oh oh. Nicht Platz. Aua. Jetzt kommt sie. Oh Mann. Warte mal, warte mal, warte mal. So geht's natürlich nicht. Ich muss mal kurz ein Schmerztablettchen schlucken. Jetzt haben sie zumindest mal aufgeräumt hier. Da ist der Herr. Tut das Not? Genau. Dann kommt ihr doch nicht von allen Sorgen, Mensch. Muss auch mal gut hier. Nee, nee, die Base geht so nicht. Da muss ich definitiv umbauen. So, da nochmal. Sehr schön, sehr schön. Da nochmal. Genau. Sehr schön. Ach, Mutti, komm. Streng dich mal an. Du kommst da durch. Da ist ja auch noch einer. Wieder keine Ausdauer. Hör auf, dich zu duggen, mein Freund. Mach dir da. So. Jetzt doch mal Ruhe. Wir versuchen alle hier unten durchzukommen, ne? So geht das nicht, Jungs. So geht das nicht. Hier, ich habe da ein Geschenk für euch. Da sind auch schon wieder welche. Das geht so nicht. Sehr schön, sehr schön. So. Wunderbar. Guck mal her, Jungs. Da, Geschenke. Es war schließlich erst Weihnachten. Nachträgliche Geschenke. Genau. Das wurde Herr Polizist. Das ist nicht gut. Das
das Gesprenge ist hier gar nicht gut. Das sag ich doch. So, da. Nochmal Geschenk für euch, bitte. Sehr schön, sehr schön. Aua. Lass doch mal deine Griffel bei dir, Junge. Das will hier keiner. Junge, Junge, hier, nimm noch mal das. Bitte. Boah, ich trinke mein Schlückchen. Boah, hier, da kommen sie auch schon fast durch. Es geht so nicht. Was wollt ihr jetzt hier alle? Hier kommt ja auch nicht durch. Guck mal auf die Soldaten, okay? Sogar die Touristen kommen jetzt bei der Horde, okay. Gut zu wissen. Der sprengt sich gleich. Zumindest hat er aufgeräumt. Sehr schön, sehr schön. So, warte mal. Ich kann noch ein Schmerztablettchen nehmen. Besser ist besser. Okay. Hey, sag mal. Geht's dir gut oder was? Und durchkriechen wir hier nicht die Rede. Oha, oha. Gut, gut. Ah, diese Polizisten, der Buch. Wow. So, warte mal, Jungs. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich mit diesen Bomben arbeiten muss. So ist er. Der macht gleich Platz. Jo. Sehr schön. Da ist unser Joe. Wunderbar. Gut, Herrschaften. Gut, da sind ja immer noch so viele. Einmal dadurch. Wunderbar, wunderbar. Au. Ist jetzt gut, Jungs. Ah, die hauen durch die Blöcke durch. Das geht so nicht. Definitiv was, um die Zombies auf Abstand zu halten. Und nochmal so einer. Das muss, das muss. So, so kriege ich sie zumindest mal ein bisschen auseinander. Was willst du denn hier drin? Willst du mich verarschen? Wow, 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 wow. Okay, warte mal. Ah, Tablette kann ich gerade nicht nehmen. Das ist ganz schlecht. Oh Mann. Das geht nicht gut. Wir sind gleich drin, ne? Was, wo fliegst du denn hin? Die brechen gleich durch. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Okay, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das ist schon... Hier ist sehr gut was los. Okay. Gut, ich glaube, das war der größte Teil, oder? Jo, Musik ist vorbei. Alter. Das war aber äußerst knapp. Wir wären fast rups gegangen. Das war aber mehr als knapp. Die ganze Base ist überall. Die werden fast durchgebrochen. So geht das nicht. So funktioniert das definitiv nicht nochmal. aber es hat Spaß gemacht. Also das kann man nicht abstreiten. Definitiv nicht.
Warum repariere ich den Quark jetzt eigentlich? Unwichtig, wir gehen hier jetzt raus, trinken aber einmal was. Gut, aber ich habe zumindest größtenteils Muni gespart. Also Kristall habe ich so gut wie nichts mehr. Geschossen habe ich zum Glück auch so gut wie nichts. Sehr schön, sehr schön. Zumindest nicht viel. So, hier sind die Balken noch dran. Das sah für mich aber so aus, als wenn die Balken stellenweise schon weggekloppt werden. Aber es werden wir gleich sehen. Aber wie schnell die sich selbst durch Stahl knüppeln. So, den kann man gut verkaufen. Gut, das nehmen wir jetzt auch mal mit. Aber jetzt looten wir hier erstmal die Säge auch wirklich rundherum, die Spikes weg. Fast rundherum. Aber wir haben jetzt überlebt. Das ist das Wichtigste. Den heben wir uns mal auf. Den können wir mal schreddern. Den können wir auch gleich futtern. Sehr schön, sehr schön. Hier sind noch ein paar Spikes. Natürlich da, wo die Eisenspikes stehen. Da sind sie nicht gekommen. Das haben wir schon. Das war ja zu erwarten. Allerdings war das doch schon heftiger als gedacht, muss ich sagen. So geht das nicht mehr weiter in Zukunft. Das kann so nicht bleiben. Schmerztablette habe ich zum Glück wieder. So, das nehmen wir wieder. So, warte mal. Dafür habe ich das mal wieder aufgestellt. Gut, 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 gut. Erstmal das Lambertshaus hier aus. Muni und das alles drin. Hauptsache, wir kriegen Platz. Ein du nicht, mein Freund. Du bist meiner. So, das rinnt, das rinnt, das rinnt, das, 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 das kann auch rinnen. Das kann rinnen, ich pack die mal nach unten. So. So müssen wir definitiv noch alles mitkriegen. So, das auf jeden Fall. Liegt hier noch irgendwo was? Hier sind sie überhaupt nicht gekommen, ne? Boah, was hier für blaue Säcke liegen. Das haben wir schon, den können wir gleich zerlegen. Die den nochmal. Zack, das kommt mit. Jo. Kann man sich eigentlich nicht beschweren über diesen Loot. Absolut nicht. Muni haben wir definitiv mehr, als wir vorher hatten. Jetzt können wir auch Dynamitstangen herstellen. Sehr schön. Ja, gut, die brauchen wir jetzt weniger. Wir haben ja eine Vierer. Aber beschweren kann man sich da definitiv nicht. Die können wir zerlegen. So. Ach, der ist auch nichts wert. Rote Schlange voll. Warum? Naja, gut, dann gucken wir mal kurz. Hier sind die Balken noch da. Wie schnell die sich hier durchstahlen. Na, es scheint noch alles da zu sein. Aber hätte ich nicht repariert, wären sie durchgekommen. Und die sind ja teilweise auch durchgeglitscht. Also. Das war schon knappe Spielchen. Hier, dir nochmal rein. So, einmal kurz was trinken. Schmerztablette kann ich inzwischen auch wieder schlucken. Wunderbar. Werden wir auch tun. Habe ich jetzt den Verband genommen, oder was? Na gut, kann auch nicht schaden. Ich wollte was trinken. Wunderbar. Den fahren wir jetzt mal schnell nach Hause. Wir haben es ja überlebt. Game Stage sind wir jetzt 73 wieder. Gott sei Dank. Ich sage, das gibt sich wieder. Sogar ein mehr als vorher. Daher. Skillpunkte haben wir 4. Das machen wir auch mal kurz. Den haben wir nämlich jetzt genau das, was wir wollten. Rügelpeter kriegen wir hoch, indem wir Stärke auf 10 machen. Genau, dafür brauchen wir 3 Punkte. Wunderbar. Den können wir hier den letzten Punkt reinhauen. Den hat sich das Thema nämlich erledigt. Den haben wir das Wichtigste. Wunderbar. Wir schibbeln mal kurz nach Hause. Wenig so heute brauche ich eine bessere Base. Am besten irgendwas mit Stromzäunen, um sie etwas auf Abstand zu halten. Sonst Fuchs und Nuckel das hier nicht. Aber zumindest bis jetzt noch gut Muni gespart. Das ist doch schon mal was. Sehr schön, sehr schön. Die hauen da halt durch die Blöcke durch. Das ist Mist. Das ist großer Mist. Klar, ich könnte auch eine schwebende Base bauen. Mit Hilfe von Platten und so weiter und so fort. Geht alles. Müsste auch hier noch funktionieren. Aber will ich nicht. Das ist doch langweilig. Mal googeln. Da fällt mir schon noch irgendwas ein. So, hier erstmal die Materialien wieder drin, genau. So, warte mal, bis auf meine Muni konnte der Rest da alles wieder drin. Zack, 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 zack. Das nimmt ja eh den meisten Platz weg hier. Wunderbar, da ist noch Muni. Das Ganze bitte einmal kurz sortieren.
Jetzt einmal kurz das hier wieder richtig machen. Da kommt Spitzhacke hin. Der kommt gleich noch beim Muni rein. Aber die Mollys und Bomben haben mir jetzt hier gerade echt den Arsch gerettet. So gehört das. Genau. Sehr schön, sehr schön. So, Blei, das kommt definitiv hier mit drin. Die kommen definitiv da noch mit drin. Das definitiv da. Und für den Rest habe ich wahrscheinlich keinen Platz mehr, ne? Gut. Die will ich jetzt aber auch nicht alle auffudieren. Der kommt da erstmal mit drin. Der kann erstmal mit drin. Der erstmal. Eisen packe ich erstmal hier mit drin. So. Da muss ich später noch Lehm mit rein. Wir haben ihn zwar jetzt überstanden. Gott sei Dank. So, noch mal ein Lückchen trinken. Kommt wie in den ganzen Tabletten. So, 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 so. Den Rest hier kriegen wir auch noch mit. Wunderbar. Den passt hat ja, den passt hat ja. Haben wir zumindest endlich mal Prügelpeter auf Stufe 5. Jetzt können wir mal richtig Schaden rausdümmeln und öfters die Zombies zurechtweisen, wie das sein soll. So, da ist noch drin. Weil am Muni haben wir definitiv mehr als vorher. Ja. Gut, ich habe aber auch, ehrlich gesagt, nicht viel verschossen, ne? So, warte mal. Das geht definitiv mit in den Verkauf. Da sind da auch mit hin. Die leeren Gläser gehen definitiv noch da mit drin. Und kriege ich hier noch das Leder mit rein? Jo. So, den geht hier definitiv auf jeden Fall da drin. Und die Militärfasern, glaube ich, da noch mit drin. Yep. Wie sieht's denn aus mit meiner Rüstung? Na, das passt doch. Das ist sehr schön, sehr schön. Gut, dann haben wir ausgeräumt. Wir sind wieder gestärkt. Wir haben wieder Muni alles dabei. Wir können jetzt noch härter zuschlagen als vorher. Was will man mehr? Wir fahren jetzt direkt zur Quest, würde ich sagen, oder? Und meine, ich muss mal was einfallen lassen. Definitiv. Halt. Nee, 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 nee. Wir fahren jetzt nicht zur Quest. Ich kann doch diese... Die geht, glaube ich, auch auf Mobbit. Eine Mod da bauen. Wie heißt sie? Scheinwerfer-Mod oder sowas. Genau, Geländefahrzeug-Scheinwerfer-Mod. Die kriegen wir doch wohin, oder? Warte mal. Wenn ich die mich auf dem Mobbit mache, dann sehen wir auch mal vernünftig. So, warte mal. Erstmal 5 Stahl. Das mit dem Stahl könnte noch ein Problem werden. Einen hatte ich hier reingetan, das heißt, es fehlen noch 4 Stück. In der Schmiede dürfte nichts mehr sein, aber ich glaube, wir kriegen noch 4 Stück hin, oder? Warte mal, die will ich jetzt definitiv bauen. Das geht vor. So, 4 Stück kriegst du noch hin, ne? Jo, dauert auch nur 42 Sekunden. Wunderbar, was brauchen wir denn noch? 10 Kunststoff, das sollten wir hinkriegen. Jetzt packen wir gleich wieder rein. 4 elektrische Teile, die haben wir auch, ne? Aber nicht hier, ne? Hier glaube ich nicht. Hier ist noch Muni. Dafür müssen die da rein. Sehe ich gerade. Aber ich suche trotzdem noch die elektrischen Teile. Die hatten wir irgendwo, das weiß ich. Die Frage ist jetzt nur wo. Electrical Ports, die müssten wir irgendwo haben. Da bin ich mir sicher. Die habe ich auch vorhin noch beim Einräumen eben gerade noch irgendwo gesehen. Das weiß ich. Da. 4 brauchen wir, ne? Sehr schön. So, und 4 Scheinwerfer, die haben wir aber, glaube ich, auch. Die waren hier, ne? Jo. Allein schon 4 Scheinwerfer. So, das kommt da noch mit drin. Da haben wir auch die restlichen Stall. Du kennst erstmal aus, du brauchst im Moment nicht. Das muss ich an der Werkbank bauen, ne? Nicht aussemmeln. So, Scheinwerfer-Mod. Wir haben das Rezept hier schon so oft gefunden, dann kann man sich auch die Mod mal bauen. Weil die auf Motorrad geht es ja auf jeden Fall. Auf Mobbit bin ich mir nicht ganz sicher. Ich hoffe aber ja, weil die macht richtig gut Licht. So, dann nehmen wir die 5 auch mal mit. Dann haben wir wenigstens wieder Trinken dabei. Und den ist auch wieder alles tutti frutti. Das kleine Schiffhündchen kriegen wir da auch weg. So, den haben wir. Den werden wir wohl das nächste Mal, denke ich mal, andere wichtige Dinge angehen. Aber das ist, glaube ich, im Moment nicht so wichtig. Das hier wäre schon eher wichtiger.
Deine Hände sind ganz schön flink. Deine Angriffsgeschwindigkeit mit einhändigen Nahkampfwaffen ist um 10% erhöht. Die Eigenschaft gilt für Knüppel, Fäuste, Messer, Macheten und Schockstäbe. Das wäre natürlich nicht schlecht. Wird aber auch gerne leichte Rüstung, damit sie mal ein bisschen mehr Schutz bietet. Ja, ich will aber auch gehen den Händler. Ich bin mir da noch nicht so sicher, was ich als nächstes skill. 10 Sekunden noch. Das ist alles wichtig im Moment. Wirklich alles. Aber jetzt habe ich keinen Punkt mehr. Da kümmern wir uns den drum, wenn wir. Sehr schön. Wieder Punkte haben, wollte ich sagen. Gut, gut. So, guck mal, wenn wir die mich jetzt hier raufhauen. Wo ist es denn? Da, glaube ich. Ah, reparieren wollte ich ihn jetzt nicht, aber danke. Da wollte ich hin. Ja, tanken können wir auch. Hier gehört sie rein. Und es geht. Sehr schön. So, mal gucken. Wenn wir uns jetzt nämlich aus dem Mobbit setzen und das Licht anmachen. Ist jetzt nicht sehr viel größer, aber ein bisschen, ne? Man sieht doch schon eine ganze Ecke mehr. Weiß nicht, beim Motorrad gab es da mehr Licht, aber... Jetzt ist schon deutlich mehr. Vorher hat das Ding ja so gut wie überhaupt kein Licht gemacht. Sehr schön, sehr schön. Die Mod finde ich gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Mal gucken, das müsste in der Innenstadt sein, die Quest. Definitiv. Zombies dürfen jetzt eh nicht rumrennen. Den googeln wir mal. Und wie ist denn hier einmal lang? Naja, die kleinen, völlig normalen FPS-Probleme in der Innenstadt. Ich glaube, das hat so ziemlich jeder, ne? Weil er hier ja alles gleichzeitig laden muss. Sehr schön, sehr schön. Ja, und da sind die Gnuts. Wie heißt das? Gnuts, Donuts? Der macht echt gut Licht. Und das Gute ist, das Ding bleibt selbst an, wenn man aussteigt. Ui, was das Ding für Licht wirft. Hier siehst du richtig die Schatten. Also das ist schon richtig schnicky, würde ich sagen. Da ist Post. Wunderbar. Gut, jetzt sind wir vor dabei erstmal am Ende. Die Quest machen wir denn morgen. Wir müssen... Naja, wir machen die eine Quest noch und dann würde ich sagen, fahren wir erstmal weiter nach Jen. Oder, was eigentlich viel wichtiger, wir brauchen Stein und Eisen. Ah, da muss ich mal googeln, das entscheide ich denn. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schauen jedenfalls, die Horde haben wir überlebt. Bin mal gespannt, wie die nächste wird. Nicht besser wahrscheinlich. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.